42 Jahre alt, lebt in Fulda und ist eigentlich ursprünglich Bankerin, heute Vertriebsleiterin bei einer Software-Company, aber deswegen sitzt sie nicht hier. Katrin, du bist hier, weil du von den 42 Jahren 35 Jahre schon im Motorsport zubringst. Du bist, glaube ich, fünffache österreichische Rallye-Staatsmeisterin und du bist auch 2022 deutsche Rallye-Meisterin. Und das ganz Besondere ist jetzt als Beifahrerin. Und darüber werden wir heute sprechen. Und so, glaube ich, sind wir schon mitten im Thema. Hat er was vergessen? Aktuell fällt mir nichts ein. Katrin, bei Motorsport denkt man ja zuerst mal an Technik. Aber welchen Impact hat die Gesundheit beim Rallye-Sport? Und tatsächlich einen sehr, sehr großen. Also, wie heißt das so schön, in einem gesunden Körper ruht ein gesunder Geist. Und bei uns ist beides sehr wichtig. Also zum einen die Konzentration und zum anderen natürlich auch, dass der Körper, wie heißt das so schön, in Shape ist. Ja. Zum einen, um halt diese Wertungsprüfungen so schnell wie möglich hinter dich zu bringen. Zum anderen, wo gehobelt wird, fallen halt auch leider manchmal Späne. Das heißt, wir hatten in den letzten Jahren den einen oder anderen, nennen wir es mal Impact, mit einer Hausecke oder mit einem Baum, wo diverse Gehkräfte auf den Körper tatsächlich wirken. Zum einen, jeder Muskel schützt sich da und zum anderen brauchst du einfach eine mentale Fitness, um wieder aufs Pferd respektive ins Auto einzusteigen. Und das ist einfach so wichtig, dass beide Komponenten in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen. Du hast gerade gesagt, jeder Muskel schützt dich da. Ist das gleichermaßen für Fahrer und für Beifahrer? Ja, tatsächlich ist es so, der Fahrer sieht meistens den Impact zuerst, beziehungsweise der merkt zuerst, wenn das Auto irgendwie, nennen wir es einfach mal, losgeht. Du als Beifahrer hockst halt sehr, sehr tief drin. Also je tiefer, je weiter hinten, desto wichtiger ist es halt auch für den Schwerpunkt des Autos. Das heißt, mein Sichtfeld ist, und das stellt euch das vor, Motorhaube, Scheibenwischer. Ja? Also das sehe ich, wenn ich Lust habe, überhaupt rauszugucken. Aber ich habe ja zu tun, ich muss ja lesen, also ich muss ja die Kurven ansagen. Und das heißt, ich kriege den Einschlag immer erst mit, wenn er passiert. Ich finde das super, Katrin, dass wir heute über Beifahrerinnen sprechen. Weil da hat ja jeder irgendwie so seine Vorstellung. Aber man sagt ja auch, Beifahrer, das ist eigentlich das Brain von so einer Rallye-Gemeinschaft. Ja. Sag doch mal, was alles in deinen Aufgabenbereich da fällt. Also im ersten Schritt dieses berühmt-berüchtigte Gebetbuch lesen. Also es ist keine Landkarte. Es wird immer gesagt, ja, hast du da eine Landkarte in der Hand, das bringt uns gar nichts. Wir fahren dann Wertungsprüfungen, so die kürzesten sind 4 Kilometer bis hoch auf 18, paar 20 Kilometer. Das heißt, die Distanz von Kurve zu Kurve ist schon mal elementar entscheidend. Auch für mich, kann ich atmen oder muss ich das Staccato durchlesen? Und natürlich auch Kurvenrichtung, links oder rechts, das kann auch kriegsentscheidend sein. Und natürlich der Kurvengrad. Also das ist die Basework eines Beifahrers, dann den Fahrer von A nach B zu bringen über Transportetappen. Zeitmanager solltest du idealerweise auch sein, weil wir haben strikte Vorgaben, wann wir irgendwo sein müssen, bist du zu früh. Kriegst du eine Zeitstrafe, bist du zu spät, bekommst du auch wieder eine, also du bist Timekeeper. Ja, und dann bist du, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, nee, Mutti hört sich immer blöd an, aber Wellbeing Manager für deinen Fahrer. Also tatsächlich, es geht da mit los, zuzusehen, dass man viel trinkt. Auch das ist wichtig für die Gesundheit. Also wir müssen zusehen, jetzt auch gerade bei Witterungsbedingungen, wo du keine 30 Grad hast, wo du automatisch trinkst, sondern immer viel zu trinken, dass der Körper nicht dehydriert, weil ansonsten ist es wieder blöd für den Kopf. Natürlich Motivator, dann ist es bei uns im Auto so, dass mein Fahrer Philipp die Zeiten nicht bekommt. Das hat sich einfach bewährt, dass er mit einem freien Kopf fahren kann. Und er hat gezeigt, je freier der Kopf, desto schneller sind wir. Nicht umsonst sind wir deutscher Meister geworden letztes Jahr. Und ja, also es ist einfach so ein Gesamtpaket. Ich würde sagen, Wellbeing Manager. Das hört sich toll an. Sag mal, Gefahr, Niederlage, aber auch Vertrauen spielen hierbei ja eine wichtige Rolle. Wie gehst du damit um? Oh, Vertrauen ist, glaube ich, der Schlüssel im Rallye-Sport. Ja. Also zum einen verbringen wir extrem viel Zeit miteinander. Das heißt, es muss auf jeden Fall menschlich passen. Ja, zum einen lege ich, hört sich jetzt theatralisch an, mein Leben in die Hände von Philipp und umgekehrt genauso. Also das Thema Vertrauen muss passen. Aber es sind ja nicht nur Philipp und ich
zwar im Auto, wir haben ein großes Team. Ja, also wir haben ein wunderbares Team, was uns jetzt schon seit 2020 begleitet. Du musst auch Vertrauen haben, einerseits in die Mechaniker, in all unser Team, dass die Räder angezogen sind, dass das alles passt. Ja, und umgekehrt muss auch unser Team Vertrauen in uns haben, dass dieses perfekt vorbereitete Auto auch am Samstagabend genauso perfekt ohne Knitter wieder im Ziel steht. Aber gerade so diese Fahrer-Beifahrer-Paarung, dieses Gottvertrauen zu haben, wenn man das so sagen darf, elementar wichtig. Wir fahren ja auch in der Nacht. Ja, also egal, welche Brille du hast oder egal, wie gut deine Augen sind, er muss schon vertrauen, dass ich an der richtigen Zeile bin und dass die Kurve, die ich ansage, wirklich kommt. Weil wenn du in einer Baumallee durch die Nacht durchballerst, dann... Das hast du gerade super gesagt, dieses Durchballern. Ne? Ja. Das glaube ich, gibt das super wieder. Du siehst die Bäume dir vorbeirattern. Ich sag mal, ich hätte ja schon ein bisschen Sorge dann auch. Gibt es das bei dir oder sagst du nein, du blendest diese mögliche Sorge, Angst aus? Ja. Und die kommt gar nicht zutage. Die kommt vielleicht danach zum Tragen. Aber während der Rallye hast du A, keine Zeit. B, gibt es ein wunderbares Mittelchen, was da Adrenalin heißt, was tatsächlich dafür sorgt, dass du dir diese Gedanken gar nicht machst. Natürlich habe ich auch vorne bei mir ein Dashboard drin und sehe, wie schnell wir sind. Ja? Oder wenn du über so eine Kuppe fliegst und denkst, oh mein Gott, wir fliegen ja mit 163 durch den Wald. Jeder normal denkende Mensch würde sagen, was stimmt's nicht mit euch? Ich glaube, die Sorge ist 75 Jahre alt und sitzt immer zu Hause vorm Bildschirm. Das ist mein Papa. Und tatsächlich meine Mutter noch viel mehr. Meine Mutter war nie im Motorsport. Von meinem Dad habe ich dieses ganze Schlamassel geerbt. Ich glaube, die Sorge ist eher zu Hause auf dem Bildschirm. Auch vor dem Hintergrund, man kann uns über GPS verfolgen. Und wir hatten eben 2019 und auch jetzt dieses Jahr einen etwas heftigeren Impact. Das ist schon blöd für die zu Hause, wenn das GPS-Signal sich nicht mehr bewegt, respektive wenn das Auto mit der Startnummer 1, 2 oder 3 nicht über die Ziellinie kommt. Ich glaube, das ist eher so für die Außenstehenden, weil ich sitze ja drin, ich habe ja Spaß. Also das ist, glaube ich, eher so das Thema. Sag mal, Powerfrau. Da lachst du schon. Ja, das hast du sicherlich schon öfter gehört. Warum nervt dich das eigentlich? Ja, weil es mich nervt, weil ich sage ja jetzt auch nicht zum Jürgen, er ist ein Powermann, oder? Ja. Der Power Ranger, um Gottes Willen. Ja, also, ist er zwar, aber ja, sagt man tatsächlich na, nicht. Na, ne? Es sagt ja keiner, wow, ist das ja ein Powermann. Aber bei uns Frauen ist wow, das ist eine Powerfrau oder die steht ihre Frau oder manchmal ist auch, die steht ihren Mann. Sag ich, was ist das denn jetzt hier? Ja. Das muss nochmal extra erwähnt werden. Ne? Ja. Also ich sage, nein, also weder das eine noch das andere Geschlecht. Du musst so oder so im wahrsten Sinne des Wortes Gas geben und dich stets bemühen. Mhm. Dieses Powerfrau, ich weiß nicht, wie häufig ich das die letzten, gerade im Rallye-Sport 25 Jahre gehört habe. Mhm. Und als ich angefangen habe, ja gerade als Kind mit Kartrennen, ja, da konnte quasi die Mädels an einer Hand abzählen. Ja, es ist Gott sei Dank schon besser geworden, aber dieses Wort Powerfrau, das ist was, das erzeugt durchaus Schnappatmung bei mir. Ja. Aber ich glaube, man kann das sehr schön sagen, du hast Power. Ja, darauf können wir uns einigen. Wie ist denn das jetzt im privaten Bereich? Also du bist jetzt immer voll konzentriert. Gibt es diese Person auch durchgehend im privaten Bereich oder gibt es da Entspannungsphasen und alles Mögliche? Ich glaube, im privaten Bereich bin ich um 180 Grad anders. Also klar, du musst Power haben. Ich habe letztes Jahr auch eine Scheidung mit durchgemacht, beziehungsweise mein Mann und ich haben uns scheiden lassen. Und da musst du deine Powerfrau stehen, zum einen. Aber zum anderen ist es auch mal eigentlich ganz cool, wenn eine Powerfrau im Privatleben das Gas rausnehmen darf und einfach auch mal, ich sag's jetzt so, wie es Schwäche zeigen darf. Ja? Ja, auch im Rahmen dieses ganzen Change Management, ich bin von Österreich wieder nach Deutschland zurückgezogen, wie viele Leute haben mir auf die Schulter geklopft, mein Gott, du bist eine starke Frau. Wenn es nicht du schaffst, wer dann? Sag ich, ja, herzlichen Dank. Aber so Hilfe wäre halt schon ganz, ganz nice und so. Also das Privatleben bin ich, glaube ich, zwar auch powergeladen, aber bedeutend weniger. Ich glaube, das ist genau so ein Punkt, ne? Wenn du das sagst, du bist so stark, die anderen sagen alle, du bist stark, das ist kein Thema, du kommst da durch, dann ist man vielleicht doch noch stärker, ja, fühlt man sich manchmal alleine. Ne? Natürlich, du ziehst dich zurück
Also das ist klar. Und du kannst, glaube ich, auch ganz gut einschätzen, wer sind dann deine Freunde, beziehungsweise wer weiß diese Matrix, Katrin, dann einzuschätzen. Ja? Weil klar, ich meine, du hast auf der einen Seite keine Option, aber wenn du halt sagst, ja, geht eh, die dich kennen, sagen, okay, ich hock mich jetzt ins Auto, ich komme dahin. Ja? Und auf der anderen Seite, du hast ja keine Option, du musst ja stark sein. Mhm. Und manchmal so im stillen Kämmerlein denkst du, ich auch, das ist wie Powerfrau. Ne? Also wenn mir jetzt noch einer sagt, bist du eine starke Frau, alles schön und gut. Aber irgendwann möchte auch selbst die stärkste Frau mal ihren Akku aufladen und nicht selber nur die Tankstelle sein. Ja. Also soll heißen, du kannst auch Hilfe in Anspruch nehmen. Und du kannst es annehmen. Das ist ja auch eine Sache. Das kann ja nicht jeder. Ne? Also vielleicht denkt der eine oder andere, Mensch, das ist so eine starke Frau. Die braucht das zum einen nicht. Vielleicht kann sie es auch nicht annehmen. Du kannst es gut annehmen. Ich habe es gelernt. Ja. Ist ja toll. Ja, ich habe es gelernt, ja. Was wünschst du dir denn von der Gesellschaft, von deinem Umfeld? Also zum einen von der Gesellschaft erstmal genau diese zwei Buzzwords einfach zu streichen, diese starke Frau, das wissen wir, denke ich, selber, sondern eher sagen, hey, auch mal Hilfe anzubieten für jemanden, der nach außen hin so powermäßig tatsächlich erscheint, weil ist ja relativ häufig auch ein Schutz von einem, ne? So sagen, okay, ich muss nach außen stark sein, weil Schwäche zu zeigen, war ja früher immer Schwäche zeigen. Mhm. Und ich hätte gerne, dass dieses Wort Powerfrau aus sämtlichen Gazetten und so gestrichen wird. Gut, dann würden wir uns dafür einsetzen. Ich muss zugeben, ich habe das selbst schon gebraucht. Ne? Habe auch schon so gepostet, super Powerfrau und so. Aber ich habe darüber auch noch nicht so nachgedacht. Mhm. Sehr schön. Wir bedanken uns bei dir. Danke super, euch. Dass du unser Gast warst. Und wir freuen uns auf mehr. Und jetzt schauen wir mal alle natürlich im Fernsehen, wie es weitergeht. Super, vielen lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.